Irgendwie geht's viel zu schnell, das wusste ich gar nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vanished. Wir spielen immer noch in unserer kleinen Stadt mittlerweile, Ice Bucket. Moment, ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Und vor allen Dingen muss ich erstmal Fraps stabilisieren. Wir haben mittlerweile schon ein Hühnchen. Das sind gestorben. Ein Fischer. Okay. Wir haben akute Stein- und Eisennot. Boah, es geht ja schon mega krass los hier. Wir haben wenig Gesundheit nur noch. Aber genug Nahrung auf jeden Fall. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht Banished aufnehmen, sondern Tropico. Und gerade heute hatte ich geschrieben, hey, das wird mit den nächsten Tagen eigentlich nix. Also gerade heute für euch dann. Wir sagen es mal so. Ich nehme gerade am. Moment, lass mich überlegen. Dienstag auf. Dienstag. So. Und morgen soll ja eigentlich das Abo-Special rauskommen. Aber wenn ihr jetzt hier gerade Banished schaut, wisst ihr das ja. Das verspätet sich, weil. Erstmal, ihr habt es überhaupt nicht geschafft, was ich wollte. Hallo, wir wollten 69 sein. Das ist so eine coole Zahl. So, dann zweitens. Die liebe Lissy ist natürlich auch nicht da. Die ist nämlich die nächsten Tage auf jeden Fall verhindert. Deswegen könnte sich das auch noch ein bisschen verzögern. Muss aber nicht unbedingt sein. Jo. Und sonst habe ich gerade mal so ein paar Sachen, die ich wichtiger finde als so ein blödes Abo-Special, ehrlich gesagt. Weil, danke, sage ich euch eigentlich die ganze Zeit. Und dafür brauche ich kein Abo-Special. Ich sage euch die ganze Zeit, dass ihr meine Freunde seid. Dass ihr mir wichtig seid und dass ich euch eigentlich immer genau das gebe, was ich gerade habe. Nämlich, ihr wisst es, Zeit und Wissen. Ach, guck mal, wir haben einen Steinbruch gebaut. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Brauchen wir Logs und Iron. Iron haben wir nicht, weil... Was stellt denn die Mine her? Coal. Coal brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt Iron, Kollege. Das heißt, boah, dann bin ich ja wieder voll auf dem Dampfer hier. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Dann könnten wir ja ein bisschen schneller laufen lassen. Das Abo-Special ist auch nicht abgesagt, keine Sorge. Ich denke, ich verschiebe das einfach so lange, bis wir 69 sind. Weil 69 einfach eine viel schönere Zeit. Ach, Moment. Bin ich doof? Da sind 15 und da 5. Stelle ich das auf Kohle um. Wir haben auch zwei Arbeiter dazu gewonnen und dann setze ich die in der Mine ein. Haben wir einen Teacher? Ja, tatsächlich haben wir. Das heißt. Wie alt ist unser Teacher eigentlich? Das heißt auf jeden Fall, wir kriegen jetzt auch gelehrte Kräfte hier. Und der stellt Steel Tool her. Ist okay. Hau das mal schön rein. Nein, nicht da. Hol dir mal bitte das Eisen. Wichtiger ist jetzt gerade erstmal, dass der Kollege hier Eisen bekommt. Hier arbeitet einer. Und hier arbeiten 6. Okay. Iron, Coal. Die Versorgung ist auf jeden Fall erstmal gesichert. Sonst kann ich hier das auch noch umstellen, weil, guck mal, Holz haben wir ja jetzt irgendwie. Das läuft ja jetzt mit unserem Forester hier. Wir müssen jetzt eigentlich hier nur Iron dran schaffen. 3. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen was dran schaffen, damit wir entsprechend für die Zukunft gesichert sind. Wie viel Feuerholz haben wir hier drin? 0. Das ist nicht besonders viel, aber ist okay. Ich muss ja merken, dass wir noch ein kleines Extralager haben. Und wir müssen einfach die Produktivität steigern, glaube ich. Ist erstmal gut, dass der hier auf jeden Fall noch Tools hat. Wir könnten noch ein... Wood, ne, haben wir doch nicht. Wir haben nur den einen Woodcutter.
Hä? Nee, wir haben zwei Woodcutter. Hier ist der zweite. Und der arbeitet ohne Tools, korrekt? Sieht so aus, ja. Ja, Feuerholz sind wir eigentlich gut versorgt. Das heißt, wir brauchen wirklich jetzt Iron. Jede Menge Iron. Was gibt's sonst Neues? Am Freitag, das wisst ihr ja, startet bei mir Skyrim wieder. Da will ich am Donnerstag die neue Aufnahmemethode ausprobieren. Falls sie nicht klappt, werde ich einfach in Skyrim was umstellen oder das eventuell auf einem anderen Rechner aufnehmen. Das weiß ich auch noch nicht ganz sicher. Guck mal hier. Das können wir wieder von der Arbeit befreien. Das auch. Oder eigentlich können wir die auch offen lassen. Mich wundert es, dass das hier immer erst so spät geerntet wird. Das gefällt mir noch nicht so. Was brauchen wir hier? Iron, Iron. Okay. Ach, es sind Stone Houses. Deswegen. Okay. Krass. Da brauchen wir so viel Stein. Stimmt, das hatten wir das letzte Mal ausgerechnet. Deswegen hatten wir den auch hingepflanzt. Boah, ich erinnere mich wieder. Ich bin echt schon ein alter Mann. Könnte man denken. Ist aber gar nicht so. So alt bin ich noch nicht. Das liegt einfach daran, dass natürlich schon wieder 2 Wochen her ist, dass ich Banished aufgenommen habe. Ja, 2 Wochen müsste das jetzt her sein. Und da muss man halt immer erstmal wieder reinkommen. Wie sieht es denn aus mit unserer Nahrungsversorgung? Die klappt auf jeden Fall. Wenn wir eine Town Hall haben, die wir ja hier bauen, genau, dann kriegen wir entsprechend auch genauer angezeigt, das ist das Gute, wie unsere Entwicklung ist. Oh. The Farmer. Wir brauchen einen Farmer. Late Autumn. Das ist nicht gut. Im Spätherbst können wir natürlich, also müssten wir eigentlich alles abgeerntet haben. Ist nicht gut, dass hier noch so viel rumsteht. Und jetzt beginnt auch der Schneefall. Ich setze dann doch mal irgendwie. Ne, die kriegen das nicht hin, komplett abgeerntet zu. Wie viel arbeiten da eigentlich? Zwei. Ja, zwei sollten aber eigentlich ausreichen für die Größe des Feldes. Kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Ja, scheiß jetzt drauf, ganz ehrlich. Meiner. Wir brauchen auf jeden Fall einen. Miner. Miner machen wir gleich ein paar mehr, denn wir brauchen ja dringend Iron. Machen wir 18. Teacher ist noch lebendig. Könnten. Ja, obwohl Forster ist gut so. Fisherman. Nehmen wir 10. Ein Gatherer. Und das war's. So, dass wir wieder alles freistellen hier. Okay, das war das Letzte. Wo ist eigentlich unsere Musik schon wieder hin? Ich vermisse die Musik. Moment. Geht doch. Also scheinbar hat Banished noch kleine Probleme mit den Soundbugs. Ich glaube, das war aber früher eigentlich nicht so, als ich das erste Mal gespielt habe. Aber ich bin nicht sicher. Aber wir kriegen auf jeden Fall jede Menge Iron rein. Die haben genug davon. Die brauchen nur Stein. Wie sieht es denn mit unserem Steinbruch aus? 8 von 40. Und wir kriegen Tools rein. Das ist auf jeden Fall hervorragend. Haben wir noch einen Blacksmith? Nee, haben wir nicht. Wir haben nur diesen einen Blacksmith. Okay. Und der hat auch gleich keine Kohle mehr. Aber dafür haben wir mal ein bisschen was an Iron.
auf Lager. Wie sieht's aus? Wir haben noch kein Kohle auf Lager. Und hier endlich mal ein paar Tools. Lager mal hier bitte das die Kohle rein. Hol dir Kohle, Kollege. Hol dir die Kohle. Hat er sich jetzt die Kohle geholt? Ja. Ja. Hat er, tatsächlich. Okay, wir haben einen Kohle. Das reicht aus für drei. Was? Humbertrand als Trader? Ah, nicht unser guter Humbert, oder? Nee, Humbert müsste noch leben. Und wir kriegen auch wieder hier nach und nach ein bisschen Health rein. Später Winter, das heißt, wir müssen den nächsten Mal wieder umändern auf mehr Arbeiter auf dem Feld. Ah, ich warte mal noch in Frühling rein. Das Feuerholz hat genau gereicht, das heißt, wir brauchen ungefähr 300 Feuerholz, um über den Winter zu kommen. So. Jetzt ist Frühlingszeit. Jetzt müssen wir leider wieder die Leute aus der Mine abziehen. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben da nur 8 von 40. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Wir lassen hier mal 8 drin. Nehmen dafür hier weniger Fischer. 6 müssten da ausreichen, denke ich mal, und machen dann hier 15. Das reicht leider nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Da kommen wir nicht drum rum.